Ja, du machst das immer mit beiden Händen. Das ist verboten. Das war der Hack. Das war auch falsch. Das war der Hack damals in der Grundschule, ne? Ja, wahrscheinlich. Wenn ja, man immer mit beiden Händen so zack, das so, ist verboten. Stimmt. Lea Ernst, Classy Confidence, Elopage Talk Nummer irgendwas. Es geht los. Lea von Classy Confidence, eine Elopage-Nutzerin, schon seit 2018 oder 2019. Mega erfolgreich, tolle Umsätze, nachhaltiges Geschäftsmodell und eine große Bewegung auf dem gesamten deutschen Coaching-Markt. Mit der Zielgruppe? Ambitionierte Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Lea, stell dich doch mal vor. Holger, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ich bin eine begeisterte Elopage-Nutzerin seit vielen, vielen Jahren. Und was meine Firma Classy Confidence primär macht, ist, dass wir Frauen dabei unterstützen, sich professionell selbstständig zu machen, bis hin zu den ersten zahlenden Kunden. Und da haben wir innerhalb der letzten vielen Jahre mit dem Team gemeinsam ein Programm kreiert, wo wir Frauen wirklich von A bis Z unterstützen, wirklich ihre Business-Idee an den Start zu bringen. Also du kannst dir vorstellen, von Mindset über Positionierung, der erste Funnel, wie verkaufe ich, was sind KPIs, wie benutze ich die, wir haben eine Rechtsanwältin mit an Bord, dass du AGBs bekommst, Verträge, eben alles, was du brauchst, um dein Business zu starten. Alright, es ist so toll, mit Unternehmern zu sprechen. Da muss man nie was aus der Nase ziehen, wenn sie einmal im Pitch-Modus ja, sind. Ja, genau. Bam, bam, bam. Super geil. Lea, ein paar Gänge zurück. Ja. Es gibt ja gerade ganz viel Angebot, Coaching und ich verändere dein Leben und plötzlich machst du Umsatz. Wofür ich mich immer super stark interessiere ist, wie nachhaltig ist das? Aus meiner Sicht sehr nachhaltig, wenn du bereit bist, aber die Schritte zu gehen. Ich sage das immer, jeder, der da draußen am Markt Garantien gibt für Erfolge, ist in meinen Augen hochgradig unseriös, weil... Machst du jetzt keine Anzeigen, wo dann ein Video von dir zu sehen ist und darunter steht dann, verdiene 3.499,78 Euro in 8,07 Tagen? Machst du das? Auf gar keinen Fall. Nein, nein. Ich sage immer, wir geben die Classy Lady Garantie unseren Classy Ladies, unsere Kundinnen, die mit uns arbeiten. Bedeutet, wir von unserer Seite werden alles dafür tun, um dich dabei zu unterstützen, dein professionelles Business aufzubauen, bis hin zu den zahlenden Kunden. Egal wie lange es dauert, das hebt uns übrigens auch ab vom Markt, weil wir sperren keine Zugänge nach 6 Monaten, nach einem Jahr, nach einem Monat. Ich finde es doof, weil wir sind eine Community aus ambitionierten Frauen. Ich sage aber ganz bewusst, ich bin eine Rahmengeberin. Kein Doktor macht dich gesund, kein Fitnesstrainer gibt dir ein Sixpack, kein Coach macht dich glücklich. Wir sind Rahmengeber, du musst den Weg alleine gehen. Bei Kontinuität. Bei dem Fitnesstrainer weiß ich Bescheid. Toll, Lea, wenn du jetzt aber sagst, zum Beispiel, du gibst den Rahmen und alle anderen müssen selber quasi durchlaufen. Ja. Which is fair. Verfolgst du aber trotzdem auch die Erfolge und Misserfolge deiner Nutzer? Hundertprozentig. Ich weiß, dass das, was wir tun, die Werkzeuge, Skripte, Vorlagen etc., die wir beibringen, dass die funktionieren. Warum weiß ich das? Weil ich es tausende Male gesehen habe bei unseren Kundinnen, die es geschafft haben, ihre Vollzeitstellen zu kündigen, die endlich in Freiheit leben, 4-, 5-, 6-stellige Umsätze fahren mit ihrem eigenen Unternehmen. Ne? Aber den Weg, ich sage das ganz bewusst, ich werde alles tun, du hast aber eine Hohlschuld. Frag mich, wenn du was brauchst. Ich bin für dich da. Aber du kannst niemanden zu seinem Glück zwingen. Wie vermarktest du? Wie verkaufst du? Es ist sogar so, dass die Frauen sich Geld sparen, wenn sie bei uns anfangen. Warum ist das so? Was kostet denn alleine, du hast es ja selber gemacht, zu deinen Anfängen eine gute Webseite heutzutage? Eine gute Webseite? Ja, wenn du die machen lässt. Mittlerweile ein paar tausend Euro, weil sie muss mobil funktionieren, sie muss optimiert sein und jede Menge SEO-Optimierung. Da kannst du schon locker mal 3.000 bis 10.000 Euro am Anfang loswerden. Hundertprozentig. Frauen lernen bei uns selbst, das Logo zu kreieren, die Website zu bauen. Sie bekommen Verträge von einer Top-Rechtsanwältin aus einer Top-Kanzlei. 24-7 Frage-Flatrate etc. Allein all das, wenn du es wirklich professionell machen willst, dein Business starten willst, bist du bei 10, 15, 20.000 Euro aufwärts und dann muss ich nicht viel verkaufen, weil es einfach eine clevere Investition. Wissen denn deine Kundinnen, wenn sie zu dir kommen, was sie überhaupt aufbauen oder verkaufen wollen? Oder sind sie
ich sag jetzt mal, so verloren in ihrer Welt, dass du da eigentlich jede Menge Kundinnen am Start hast. Also ich sage bewusst Kundinnen, weil ihre Zielgruppe sind Frauen. Genau, nicht falsch verstehen, nicht, dass ich jetzt, nicht, dass man jetzt denkt, ich rede jetzt Frauen schlecht oder so, um Gottes Willen, sondern dass du viele Kundinnen hast, die einfach nur meckern und jammern und das Leben ist doch blöd und sie kommen aus kompletter Frustration zu dir. Wie ist das? Nee, das ist eher weniger, weil wir haben einen sehr intensiven Vertriebsprozess vorher, um wirklich auch zu schauen, dass wir nur mit Frauen arbeiten, die auch wirklich Vollgas geben können. Weil, ich meine, da steht Elopage ja auch für. Ich weiß ja auch, dass ihr einen intensiven Vorprozess habt, bevor man Elopager wird, weil man will ja wirklich nur mit Menschen arbeiten, die auch nach vorne gehen. 70% der Frauen ungefähr, die zu uns kommen, haben schon so eine vage Business-Idee, wissen ungefähr schon, was sie machen wollen. 30% sagen, boah, ich will einfach was Geiles aufbauen, und Mehrwert schaffen, aber ich weiß überhaupt noch nicht, womit eigentlich. Verlierst du dadurch Umsatz? Wodurch konkret? Dass du zum Beispiel in diesem, ist es eine Art Vorqualifizierung? Absolut. Und wie oft sagt ihr zum Beispiel, nein, du kannst noch nicht in dieses Programm? Oder kommen da so gut wie alle durch? Ich würde sagen, tatsächlich in 5% der Fällen sagen wir mal nein. Okay. Ich sag dir auch warum, wir müssen gar nicht aktiv nein sein, weil wenn die Energie nicht matcht, dann haben die auch gar keinen Bock. Okay, ja. Okay. Und gibt es zum Beispiel in deinem Programm auch eine Zusammenarbeit innerhalb der Kundinnen? Also dass sie dann auch in sogenannte Masterminds zum Beispiel kommen? Ja, auf jeden Fall. Classy Lady Michelle hat zum Beispiel mal gesagt, das Classy Business Programm ist wie eine Art Raketenstart fürs eigene Business. Weil es gibt so viele Kooperationen, Classy Lady, Mastermind-Treffen, war jetzt erst in Zürich eine, wo sie tolle Bilder geschickt haben. Also es gibt ganz viele Fokusgruppen im Endeffekt. Okay. Ja. Und Lea, es ist ja echt schwierig, vor allem wenn sich jemand das erste Mal selbstständig machen möchte, diese Menschen zu versprechen, tust du glaube ich nicht, aber schon zu avisieren, hey, du machst hier 10.000 Euro Umsatz. Oder du sagst ja die ersten Umsätze, die ersten Verkäufe. Ja. Wie balancierst du dann die Erwartungshaltung bei deinen Kundinnen? Ich denke, warum viele Frauen sich bewusst für uns entscheiden, um mit uns das Business zu starten, ist, weil sie von mir diesen klaren Real Talk bekommen. Du hast es ja jetzt direkt gemerkt am Anfang des Interviews. Ich bin einfach sehr nüchtern, was die Themen angeht. Ich rede nicht schön, nehme den Frauen im Endeffekt die rosarote Brille ab. Businessaufbau ist mehr, als ich setze mich in Berlin in den Starbucks mit meinem Chai Latte, mit meinem MacBook und ne, wie man diese fancy Vorstellung hat. Aber man sieht doch toll aus dabei. Man sieht toll aus dabei, ja. Businessaufbau ist mehr als Social Media oder bei Starbucks einen Chai Latte trinken. Und die Frauen werden erstmal ernüchtert bei uns und kommen wirklich durch einen ganz, ganz intensiven Prozess. Wir begleiten die sehr, sehr eng. Gibt auch die Möglichkeit, mit uns 1:1 zu arbeiten. Das ist dann sozusagen das Pro-Programm bei uns mit der engeren Betreuung, wo es wirklich auch Accountability gibt. Das heißt, wo wir dann auch nachfragen, ne? Und mit reingehen, schick dies, schick das, etc. Lea, so viel zu deinem Programm. Aber bei den Elopage-Talks, bei den Unternehmer-Talks geht es auch ein bisschen mehr um dich. Ja. Ich meine, dein Programm, dein Unternehmen, dein Name und deine Leidenschaft und so wie du dahin gekommen bist, das ist ja meist nicht immer eine komplett unterschiedliche Story. Du verkörperst ja sicherlich auch das, was du machst, anhand deiner Produkte und deiner Coachings und deiner Programme. Aber erzähl doch mal so ein bisschen von dir. Wie kam es überhaupt dazu, dass du das Unternehmen gegründet hast? Wow. Also, ich fange mal nicht im Kindergarten an, ne? Sondern ich habe tatsächlich... Grundschule. Fangen wir mal da an. Okay. Ich komme tatsächlich aus einer sehr bodenständigen Familie, bin richtiges Dorfmädchen. Ich liebe es heute noch auf Schützenfest mit meinem Vater durch die Gegend zu feiern. Wo bist du groß geworden? In Paderborn. Paderborn. Paderborn, okay. Ganz genau. Zählt das noch zu NRW? Ja, ja, absolut. Okay. Ostwestfalen, ganz genau. Und es war aber irgendwo immer schon die Ambition da, was zu kreieren, als Erste aus meiner Familie zu studieren, raus in die Welt zu gehen. Wie kam das? Erzähl mal so, warum? Jetzt habe ich die Ehrlichkeit, nee, ich überlege gerade nur, weil die Antwort weil die Antwort so plump ist. Es ist halt keine fancy Antwort. Kennst du OC California? Die Serie? 2000er so? Ja. OC California, Gossip Girl, das sind diese ganzen Girly-Serien gewesen, die man sich angeschaut hat. Und ich saß da damals, ich war immer durchschnittlich in der Schule, so 3-0er-Durchschnitt, 2-5. Und dann habe ich mir diese Serien angeschaut
Und das ist tatsächlich die Geschichte. Dann habe ich das gesehen, was die erreichen, wie schön die aussehen. Ich habe gesagt, ich will das auch. Das war erstmal der erste Impuls. Mhm. Und über die Sommerferien, ich habe immer gearbeitet, seitdem ich 13 war, schon Zeitungen ausgetragen beim Bäcker, um mein Studium zu finanzieren, bin ich dann für die Lufthansa geflogen etc. Und dann habe ich über die Sommerferien gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mittelmäßig zu sein. Ich werde es jetzt allen zeigen, weil ich habe gesehen, dass die reichen Kids in der Schule immer bessere Noten bekommen haben. Wie alt bist du da? Zu dem Zeitpunkt bin ich 18 gerade. 18? Gewesen. Ja, okay. Genau. War der Trigger, dass du die reichen anderen Schüler gesehen hast und dann durch diese Serie vielleicht auch dasselbe erreichen wolltest? Ja, unter anderem, absolut. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt jeden Tag Brötchen verkaufen in den Sommerferien. Ich kannte da noch Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, das habe ich alles noch nie gehört. Ich wusste gar nicht, dass es eine Milliardenindustrie ist, noch nie gehört. Habe mir Plastikperlenohrringe bei H&M gekauft, habe mir einen Blazer gekauft und habe dann mal gesagt, ich mache jetzt mal ein Experiment. Ich bin ja nicht schlauer geworden über die Sommerferien. Ich setze mich hin auf meinen Hintern, mache jeden Tag meine Hausaufgaben, mache im Unterricht mit, mache mich morgens schick, da fing der rote Lippenstift schon an langsam, so ein bisschen okay. Lippenstift drauf. Und weißt du, was dann passiert ist? Innerhalb von einem Semester, innerhalb eines halben Jahres im Abi, habe ich meinen Notendurchschnitt von 2,8 auf 1,3 verbessert. Krass. Aber glaubst du, dass das wirklich deswegen ist, weil du einfach dein Mindset, ohne jetzt das vorher studiert zu haben, gelernt zu haben, Coachings gekauft zu haben, dass du einfach, ich sag jetzt mal, erfolgreicher rüberkommen wolltest? Ja, das Ding ist, ich war abgefuckt. Ich war einfach abgefuckt, weiter in diesem Mittelmaß zu laufen. Ich war unglücklich als Teenager, war oft traurig und habe gesagt, nein, ich will da raus. Und diese Serien tatsächlich oder auch die reichen Kids, die ich gesehen habe, die haben mich da inspiriert. Ich habe gesagt, ich mache jetzt einen Selbstversuch. Und das war so der erste Schritt, so das ganze PS auf die Straße. Das ist so ein Mini-Windstoß und gut ist, das reicht. Du hast mir aber eben erzählt, Papa ist Metzger, ist ein Familienbetrieb? Nee, angestellt. Metzger. Ist angestellt. Ja. Und musstest du dich dann auch von gewissen Mindset-Paradigms deiner Eltern lösen? Das ist manchmal eine sehr private Frage, du musst dich darauf antworten. Alles gut, dazu kann ich nur sagen, ich habe so eine geile Beziehung zu meinen Eltern. Ich war jetzt am Wochenende hier in Berlin, bevor ich zu dir gekommen bin, war ich mit meinem Papa auf dem Festival zusammen feiern. Also ich habe ganz, ganz tolle Eltern. Ich glaube, die haben lange nicht verstanden, wobei meine Mutter auch mit uns arbeitet im Unternehmen aktuell. Okay. Lange nicht verstanden, was wir machen oder was ich da überhaupt tue, aber sie haben mich immer unterstützt. Sie haben dich unterstützt. Aber haben sie dir zum Beispiel früher, als du dann gesagt hast, ich will mich jetzt selbstständig machen, ich gebe jetzt Gas oder will auch zu den Besten gehören, quasi diese Gedanken, die du halt als Teenager oder als 18-Jährige hattest, haben sie dich dann auch vielleicht so ein bisschen gedrosselt oder gesagt, hey, die Reichen oder die Erfolgreichen machen das so und so und du gehörst nicht dazu, war da? Ja. Weil ich hatte das teilweise schon. Ja, ich hatte das auch und rückblickend tut mir das ein bisschen leid, weil ich war dann in diesem Anti-Modus. Ne? Da bin ich auch nicht auf Schützenfeste mehr gegangen, gar nichts. Ich wollte komplett raus mit 18, 19 und habe erst so Anfang 20, habe ich dann gesagt, ich kann ja beides haben. Ich kann ja die sein, die nach vorne geht und gleichzeitig die sein, die zu ihren Wurzeln steht und das auch liebt, weil das tue ich. Mhm. Ne? Und da gab es mal zwischendurch keine Konflikte mit meinen Eltern, überhaupt nicht, aber ich habe mich distanziert. Und das war der falsche Weg und das habe ich gemerkt. Mhm. Ja. Mhm. Wenn du heute deine Programme hast, erzählst du eigentlich auch von deiner eigenen Geschichte? Ja, auf jeden Fall. Und es war nicht immer leicht. Du versuchst ja irgendwo deinen Kundinnen quasi zum eigenen Dasein, Business, vielleicht die eigene Traumverwirklichung quasi ihnen dabei zu helfen. Genau. Hilft dir deine eigene Geschichte dabei? Hundertprozentig. Glaubst du, dass du ohne diese Geschichte überhaupt dieses Business hättest aufbauen können? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Mhm. Jeder Prozessschritt ist wichtig. Und oft ist man ja im Businessaufbau und denkt sich, warum schaffen es alle anderen, nur ich nicht? Wann kommt endlich der Punkt, wann ich endlich da bin? Das sind aber die falschen Fragen, weil jeder einzelne Schritt und jede Erfahrung wichtig ist. Beispiel Umfeld, Riesenthema gewesen. Mhm. Auf einmal die Lea, die ja im Dorf irgendwie da am Start ist, da ihren Freundeskreis noch hat, da sind auch Konflikte entstanden. Weil die haben mich dann online auf einmal gesehen,
So von wegen, ah, denkt sie jetzt, sie ist was Besseres mit ihrem roten Lippenstift? Ich wurde öffentlich auf Dorfpartys fertig gemacht. Krass. Vor meinen Eltern, die wurden angegriffen. Boah, da könnte ich jetzt anfangen zu weinen. Das ist das Schlimmste für mich gewesen. Ja, Entschuldigung, Gott. Alles gut. Aber das gehört alles dazu, zum Weg. Und heute... Aber du bist dran geblieben. Ich bin dran geblieben und ich sag dir eins, und das kennst du bestimmt auch, die Leute, die am Anfang lachen, man sagt immer, die werden später alle sagen, boah, ich wusste es immer. Die fragen mich heute nach einem Job. Es ist immer das Gleiche. Du musst einfach die Zähne zusammenbeißen und weitergehen. Wie lange hat das Ganze gedauert? Ich meine, du kennst sicherlich diese Story vom Bambus, des Wachstums. Mhm. Und du musst viel tun, dass du überhaupt nach vielen, vielen Jahren sichtbare Ergebnisse siehst. Ja. Für meine Storys werde ich hier ausgelacht, weil das ist eine meiner Lieblingsstories. Wie lange? Ich meine, du wirst sehr emotional, was ich geil finde. Ja. Deswegen stelle ich auch diese Fragen. Ja. Sorry. Ja, nein, genau richtig. Aber wie lange hat das, was war das? Ein Jahr, zwei Jahre, sind das 5 Jahre, 10 Jahre? Gib da mal bitte so einen Time-Horizont. Ich bin total ehrlich. Es ist noch gar nicht... Ich würde sagen, dass ungefähr seit 3 Jahren keiner mehr lacht. Davor war es so, ah, guck mal, die macht dies, die macht das. Ich habe ja damals vorher, ich habe Tobias Beck, habe ich kennengelernt in der Uni. Damals an der Uni Duisburg-Essen habe ich BWL studiert, da habe ich ihn auf einer Veranstaltung kennengelernt. Um es kurz zu machen, wir haben dann 6 Jahre zusammen, damals hieß es noch die Tobias Beck University aufgebaut. Er ist Speaker, ich habe das Team aufgebaut als CEO. Ja, und da war ich natürlich auch im Learning by Doing, mich ausbilden lassen und bin natürlich auch eine Entwicklung durchgegangen. Okay, aber also wir reden also so von 5 bis 10 Jahren. Ja, genau. Also jetzt genau. Keine, die genau. Leute denken sich immer, wie lange muss ich durchhalten? Also es sind nicht einfach 3 Monate Nein. oder mal ein Jahr Durchstrecke. Und ich will jetzt auch niemandem mir erzählen, Online-Business ist einfach genau. und man startet und man macht morgen schon Geld, sondern man muss bereit sein, ja. eine echt lange Durchstrecke durchmachen zu können. Absolut. Falls es schneller geht, super. Ne? Absolut. Aber es dauert schon. Da kann ich dir auch noch eine Story erzählen. Ich habe dann mich Ende 2018 getrennt von Tobi Beck und habe gesagt, boah, mein Herz schlägt höher, da muss ich auch ehrlich zu mir sein, für das Thema Frauen zu empowern. Classy Confidence. Ich hatte da damit schon einen Podcast gestartet, habe meine Erfahrung geteilt, Businessaufbau etc. Und ich wurde immer gefragt, Lea, kannst du nicht mal ein Programm machen? Ich so, Leute, ich führe hier ein 25-köpfiges Team, ich habe keine Zeit für. Und dann habe ich gesagt, irgendwann schlug das Herz höher. Dann habe ich Classy Confidence offiziell als Firma angemeldet und habe gestartet. Und dann dachte ich so, wow, das haben mich ja alle über die Jahre immer gefragt, kannst du mal was machen? Du wolltest was sagen. Das wusste ich nicht. Also, du hast ja eben von dieser Classy Teenagerin erzählt. Ja. Also, das kommt von dort, also von keine Ahnung, von vor 10, 15 Jahren. Und dann baust du das in dein neues Business rein. Mhm. Das ist doch der Wahnsinn, genau. oder? Dass Ganz du genau. eigentlich schon das Manifest für dein eigenes Business schon lange vorher Krass, gelegt hast. Jetzt, wo du sagst. Stimmt. Vielen Dank. Oder? Ja. Okay, erzähl mir so ein bisschen von dieser Positionierung Classy. Warum ist das gut? Warum funktioniert das? Wirst du dafür auch nicht mal verspottet? Ja. Ich würde jetzt sagen, hey, wann ziehst du nach Dubai? Ah. So, ja, 100%ig. Wie ist diese Positionierung? Das Lustige ist tatsächlich, Tolga, meine beste Freundin, meine engsten Freunde sagen, ich bin das Gegenteil von Classy privat. Ich bin der größte Tollpatsch, ich lege mich auf die Nase, ich trete in Fettnäpfchen etc. Classy Confidence ist tatsächlich, wir nennen es mal eine Rolle, ein Avatar, ein Teil von mir, was ich repräsentiere im Branding, was ich kreiert habe. Gleichzeitig teile ich aber auch öffentlich die andere Seite. Ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende die Menschen in den sozialen Medien mit auf das Rockfestival genommen. Da kommt der rote Lippenstift weg etc. Und damit möchte ich einfach symbolisieren, du kannst sein, wer du sein willst, egal wo du herkommst. Ist das denn noch authentisch? Es wäre nicht authentisch, wenn ich nur den roten Lippenstift zeigen würde, in meinen Augen. Also, als ich deine Webseite vor ein paar Jahren gesehen habe, aber das war schon zum Glück so diese Phase, wo ich schon tausende Nutzer gesehen habe. Ne? Also jeder hat so sein Marketing, seine Botschaft, seine Positionierung. Ja. Da denkt man ja automatisch, oh, das ist bestimmt eine Arrogante. Absolut. Aber du bist ja null so, das ist ja total krass. Mhm. So, kommt da ab und zu dieses Bauernmädchen noch in diese Classy-Confidence-Rolle rein? Klar.
Und ist Bauernmädchen übrigens eine Beleidigung heutzutage? Quatsch, nee, sag, was du sagen willst. Dorfmädchen, Bauernmädchen. Dorfmädchen. Alles gut. Du bist ja extrem authentisch und natürlich. Das ist spannend. Du stellst übrigens sehr gute Fragen. Mega. Du hast dich vorbereitet. Kein Vorbereitung. Das war gerade super spontan, dass wir uns jetzt hier hinsetzen. Ja, du glaubst ja gar nicht in den sozialen Medien alleine, wie Menschen sich getriggert fühlen von dem roten Lippenstift. Mhm. Ne? Es ist ja oft so, leider heutzutage in der Gesellschaft, der Mensch ist eben so, in den ersten Millisekunden sehe ich dich, bewerte dich sofort. Eben, genau. Und die Menschen sehen roten Lippenstift, oh, hier Haare gemacht, Schleifchen, oh, die ist bestimmt, wie du sagst, arrogant, dödödödö. Was ich auch oft lese, reicher Vater, reiche Eltern, der hätte es auch leicht gehabt. Aber es ist okay, weil was soll ich daran ändern? Menschen sind so, weißt du? Aber als gleichzeitig Top-Marketerin weißt du auch, es ist gut. Provokation verkauft. Wenn auf der einen Seite die Menschen sind, die sagen, oh, die ist so und so, sind auf der anderen Seite Menschen, das weiß ich, die ich inspiriere und die empower, eben auch losgehen zu können. Lea, wie viele Kundinnen hattest du bis heute? Boah. Sind das schon ein paar Tausend? Ja, 2.000, 3.000. 2.000, 3.000. Und sagst du denen provoziert? Ja, lernen die im Branding. Wie lernt man Provokation? Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, man will ja auch immer Durchschnitt sein. Hm. Also ich jetzt nicht, aber um Gottes Willen, man will Durchschnitt sein, man will nichts falsch machen, Political Correctness. Ja. Und ich will doch jeden erreichen, doch nicht die besonderen 10% und die 90% lasse ich aus. Wie ist das so vom Mindset, Provokation? Die Classy Ladies, die Frauen bei uns im Programm, lernen, dass sie nicht roten Lippenstift tragen müssen, um zu provozieren, sondern sie lernen eben, was ihr roter Lippenstift ist. Das können Aussagen sein, mit denen sie provozieren. Das können Outfits sein, mit denen sie provozieren. Oder ganze Rollen im Endeffekt, in die sie schlüpfen. Also Branding ist wirklich ein intensiver Prozess. Ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen tatsächlich. Machen das wirklich alle? Nein. Siehst du einen Erfolg derer, die es machen, gegenüber denen, die es nicht machen? Ja. Wir haben zum Beispiel eine ganz wunderbare Classy Lady an Bord, Bianca, die international mit ihrem Panda kuschelt hier. Hallo Bianca. Die international mit ihrem Panda Achtsamkeit und Meditation in Schulen bringt. Und das hat sie eben aufgebaut mit dem Classy Business Programm. Und sie provoziert eben auch, weil sie als Nicht-Lehrkraft in Schulen geht. Das ist auch schon Provokation. Es müssen nicht immer Aussagen sein. Genau. Also Provokation heißt jetzt nicht beleidigen oder den Mittelfinger zeigen. Nein, Streit erzeugen, sondern sich so mit der Positionierung von anderen absetzen, dass vielleicht 50% sagen, was ist das denn? Und die anderen sagen, oh, interessant, da höre ich mal hin. Ganz genau. Ich meine, schau dir TV-Gesichter an. Mhm. Wer sind denn da die Erfolgreichsten, die dir jetzt direkt in den Kopf kommen? Das sind Leute, die extrem sind im Aussehen, in ihrer Art. Langweilig ist der Tod des Brandings. Langweilig ist der Tod des Brandings. Yes. Das ist geil. Erzähl mal so ein bisschen andere Fuck-ups, unternehmerische Fuck-ups. Jetzt hast du deine Historie, du hast ein Geschäft aufgebaut, das hat funktioniert. Über die Programme, Details und so weiter brauchen wir nicht zu reden. Da kann man einfach auf die Webseite gehen, blenden wir auch nochmal ein. Mhm. Aber erzähl mal so als Unternehmerin, wo stehst du gerade dran, wo du sagst, boah, ey, da komme ich gerade nicht klar, das tut mir weh und das ist meine nächste Challenge? Jetzt gerade aktuell? Ja. Aktuell die nächste Challenge. Personal. Okay. Wir wachsen tatsächlich gerade seit, bestimmt einem Jahr, kommen wir kaum damit hinterher, wirklich Ressourcen zu kreieren, also wirklich gute Leute einzustellen. Und wir sind da auch nicht inflationär unterwegs, dass wir sagen, ach, wir probieren es mal mit dem Hire and Fire, sondern für mich ist es so, wenn ich mich für einen Mitarbeiter entscheide, dann ist das, ich gehe mit dem eine Beziehung ein. Mhm. Und das ist kein Tinder-Date, sondern das ist eine ehrliche Beziehung auf Augenhöhe. Wie viele Mitarbeiter hast du? Aktuell Festangestellte, muss ich jetzt zählen? 9 Festangestellte plus 10 Dienstleister ungefähr, die nur für uns arbeiten drumherum. Und was machen die Dienstleister? Die machen vor allem PPC-Marketing, also im Endeffekt Werbeanzeigen, YouTube, Facebook, Vertriebsagentur auch, arbeiten wir auch gerade mit, haben wir so ein Hybridmodell gerade, was wir ausprobieren. Okay, viele entscheiden sich bei dieser ganzen unternehmerischen Reise auch klein zu bleiben. Ja. So 2-3 Leute, das reicht mir. Absolut. Und sie sagen auch,
ich mache jetzt damit meine 10.000, 20.000 Euro und es genügt. Mhm. Wann kam die Entscheidung, dass du gesagt hast, hey, ich stelle jetzt ein paar Leute ein, weil das ist schon von Solopreneurship auf Unternehmertum, Team größer werden. Absolut, mein Gott, was ich für ein Mindfuck hatte. Weil ich meine, ich muss dir das nicht erzählen, Tolga, ich habe schon manchmal schlaflose Nächte. Ich meine, ich liege da und ich weiß, diese Menschen mit dem Job bei mir, die ernähren ihre Familien damit. Das ist weißt du, und es gibt einfach mal Monate, die scheiße sind. Es ist auch neunmal eigentlich 3 bis 4 Köpfe, die du dadurch auch ernähren musst. Absolut, absolut. Und da gibt es halt einfach mal schlaflose Nächte. Und ich bin immer ein Fan davon, zu sagen, start before you're ready. Ich war nicht bereit, um mein erstes Instagram Live zu machen, wo übrigens nur von meinem Ex-Freund die Freunde in der Kegelbahn beim Biersaufen zugeschaut haben und mich ausgelacht haben. Ich war auch nicht bereit, meinen ersten Mitarbeiter einzustellen. Ich war für nichts bereit, aber im Endeffekt gibt es den tollen Satz, du musst einfach dumm genug sein, um einfach den roten Knopf zu drücken, um es einfach zu machen. Augen zu und durch, nicht so viel nachdenken, nicht zerdenken, machen, bevor der Mindfuck kommt, in die Umsetzung gehen. Hammer. Ja, das ist es. Aua. Bam. Fuck up, yeah. Diese neuen Mitarbeiter, wer leitet sie? Mein Partner Daniel und ich gemeinsam, wir sind beide Geschäftsführer. Siehst du aber für dich die Gefahr, weil du verkörperst ja den Content. Du musst ja auch sehr viele Programme schreiben und dich quasi auf deine Kunden konzentrieren. Siehst du für dich die Gefahr, dass später das Management des Teams, die operativen Tätigkeiten, eigentlich schon fast zu schwerwiegend werden im Vergleich zum eigentlichen Nutzen, den du kreierst? Hundertprozentig. Also wir sind gerade dabei, jemanden auszubilden, der dann ins General Management im Endeffekt geht. So ab 10 Mitarbeiter bin ich ein Fan davon, so die erste Hierarchie, klare Hierarchieebene zu schaffen, wo dann gemanagt wird. Also auf jeden Fall. Es ist manchmal für mich ein Struggle, das Geschäft zu führen. Gleichzeitig Gesicht irgendwo jetzt gerade noch der Marke zu sein. Classy Confidence wird langfristig eine Plattform mit vielen Leas Gesichtern, genau, nicht Leas, das sind ja dann Individuen, genau. Ja, auf jeden Fall, manchmal ein Struggle. Ich habe manchmal enorme Schwierigkeiten, wenn dann irgendwie, auf Englisch sagen wir, when shit is hitting the fan. Ja. Also wenn Scheiße auf den, wie sagt man nochmal auf Deutsch? Wenn Scheiße auf den Ventilator. Ja. Also wenn Scheiße auf den Ventilator trifft, when shit is hitting the fan. In der Firma, irgendwas passiert. Es gibt immer wieder Probleme. Klar. Dann noch Bock auf Content kreieren zu haben. Hast du das auch? Kriegst du das überhaupt hin? Oder? Nee, kriege ich überhaupt nicht hin. Was machst du dann? Mittlerweile nehme ich mir selber den Druck raus und sage, es ist okay, wenn ich jetzt heute mal nicht 5 bis 7 Instagram-Stories mache, wie man das eigentlich machen sollte. Weil ich jetzt gerade einfach den Fokus da und darauf lege. Aber wäre das nicht echt, dann trotzdem die Storys zu machen? Und zu sagen, hey, heute habe ich einen Fuck-up und übrigens, ihr solltet euch auch auf Fuck-ups vorbereiten? Hundertprozentig, ja, mache ich auch hin und wieder, aber es ist nicht mehr authentisch, wenn ich es nicht fühle in dem Moment. Okay. Also das ist meine persönliche Ansicht. Ich bin nicht der Meinung, dass man jeden Kaffee, jedes Wasser, jede Emotion dokumentieren muss, weil dann kann ich nicht Unternehmerin sein. Ich kann nicht den ganzen Tag auf Social Media sein, das verstehen die meisten nicht. Nicht bei mir jetzt, sondern bei denen selber. Und dann das Unternehmen aufbauen. Unternehmensaufbau ist nicht Social Media aufbauen. Super Punkt. Es gibt, ich hab letztens so eine Transition-Liste gesehen. Also diese Transition-Liste ist zum Beispiel das neue Banking, Blockchain, Gold, Bitcoin, Silber, Ethereum. Und dann stand da auch Creator, Social Media, Founder, Unternehmer. Glaubst du, dass jeder Social Media... Okay, 2 Fragen. Geil. Glaubst du, dass jeder Social Media Star, Influencer, Creator, Unternehmer werden kann? Hundertprozentig nein. Die meisten da draußen, Creator oder Menschen, die eine gewisse Reichweite aufgebaut haben, die haben kein Kundenanziehungsproblem, weil die Reichweite ist da, die haben ein Conversion-Problem. Es ist eine Sache, eine Reichweite aufzubauen. Die andere Sache ist aber, diese Reichweite zu monetarisieren. Und zwar auch mit Produkten, die wirklich eine Veränderung schaffen für die Menschen. Das war für mich auch ein Riesen-Learning, als wir Nutzer hatten, die zehntausende Follower hatten und dann launchen sie ihre Produkte und es kommt nichts bei rum. Ja. Und andere wiederum 300 Follower und machen 300.000 Euro. Ich denke so, wow.
Ich drehe die Frage um. Also Creator können nicht immer automatisch sofort Unternehmer werden. Mhm. Da trennt sich auch so ein bisschen unternehmerisch gesehen und auch von den Umsätzen her, wie sagt man, die Spreu vom Weizen? Ich kann Redewendungen auch nicht so gut, aber ich glaube, alle irgendwie verstehen, so, was du meinst. Irgendwie Weizen vom Streu, irgendwie sowas. Aber andere Frage, müssen Unternehmer Creator bzw. Social Media können? Nein, Social Media Reichweite ist ab einem Punkt, wenn du sowieso mit Werbebudget etc. arbeitest, ein Kollateraleffekt. Das kommt sowieso früher oder später. Mhm. Also aus meiner Sicht ist der Weg so rum viel sinnvoller, zu sagen, ich will jetzt mein Business starten, ich will für Menschen Mehrwert schaffen mit dem, was ich vielleicht ein Stückchen besser kann als andere Menschen da draußen. Mhm. Man muss übrigens kein absoluter studierter Experte sein. Wenn du ein Stückchen besser bist, hast du schon das Proof of Concept. Aber das ist so das Amerikanische. Wenn du so eine Sache besser weißt als der andere, kannst du den anderen schon etwas verkaufen. Ja. Ist das auch in Deutschland, in diesem Land, was so perfektionistisch ist in allem, ist das überhaupt gerne gesehen? Ich habe eine Gegenfrage. Sagen wir mal, bleiben wir beim Gewichtsthema, das ist immer schön plakativ. Mhm. Würdest du lieber zu einer Coachin gehen, die Ernährungswissenschaften im Master studiert hat, selber nie übergewichtig war und Coaching anbietet? Oder würdest du lieber zu einer Frau gehen, die nie studiert hat, die aber 10 Jahre mit Übergewicht gekämpft hat und 60 Kilo abgenommen hat und das jetzt anderen zeigt? Wo würdest du hingehen? Also die letztere Story hört sich natürlich ein bisschen authentischer an und ich würde mich wahrscheinlich damit, wäre ich eine Frau, besser verbinden können. Ja. Heißt das aber auch gleichzeitig, dass man nicht mehr studieren muss? Oder dass all die Akademiker jetzt eigentlich Wissen verschwenden und eigentlich auch Lebenszeit mit den Studiengängen? Nein, ich finde... Weil da ist ja auch so eine Notion da draußen, dass das alles nicht mehr so notwendig ist. Es kommt die Tendenz in unserer Szene, sage ich jetzt mal auf, Studiengänge zu verteufeln etc. Bin ich kein Fan von. Auch wenn wir über Forschung und Entwicklung sprechen, Medizinbereich oder andere Bereiche, um Gottes Willen, da brauchst du auf jeden Fall Zertifikate, Studienabschlüsse. Wenn wir jetzt aber über den reinen Coaching-Markt sprechen, B2C-Markt vor allem, dann bin ich eher der Meinung, dass Resultate deiner Kunden und deiner eigenen deine Zertifikate sind. Wenn wir jetzt speziell darüber sprechen, ob mein Bachelor of Science in BWL, Schwerpunkt Marketing, Personalwesen, mir dabei geholfen hat, mein Business aufzubauen, klares Nein. Ich habe nichts mitgenommen aus dem Studium, außer vielleicht Selbststudium, mir Sachen beizubringen. Also ich musste einmal für einen Firmenkunden, der hat mich mal danach gefragt, die Deutsche Luft- und Raumfahrt zum Beispiel, dann musste ich noch diesen Kunden von uns, dann haben wir ein Gespräch geführt, mit die Personalchefin da wollte noch mit mir sprechen, dann sagte sie, Frau Ernst. Weil ich dachte, jetzt kann ich mal flexen mit meinem Bachelor, dass mich mal endlich jemand fragt. Sie haben nur ein Bachelor of Science? Sie wissen, dass Sie hier bei der Deutschen Luft- und Raumfahrt sind. Sie ist Doktorin gewesen. Ich habe mit einer anderen Dame, ne, aus einer Abteilung, mit der sollte ich zusammenarbeiten. Die fand das ganz toll. Denen haben wir geholfen, ein Tochterunternehmen mit aufzubauen. Aber die hat mich fertig gemacht. Da dachte ich so, ich bin voll stolz. Aber natürlich für solche Bereiche, da ist es wichtig, da einen akademischen Hintergrund zu haben oder sonst irgendwelche Ausbildung gemacht zu haben in dem Bereich. Ich will jetzt auch nicht in dem Flieger sitzen, wo der Pilot das Ganze nicht studiert hat, sondern sich beigebracht hat von einem... Oder ein Arzt. Etwas besseren Piloten oder bei einem Arzt. Ja, genau. Mega. Sehe ich teilweise genauso, aber ich glaube, es werden viele Berufe geben, die man irgendwann nicht mehr studieren muss. Ja. Weil man ja auch jetzt heutzutage selber fast schon viel, viel mehr oder das Gleiche sich selber beibringen kann und lernen kann, als jetzt rein in einem Studienprogramm. Lea, wir haben nur noch ein paar Minuten. Du hast ja schon von einer Challenge erzählt. Eine Frage, hättest du in den letzten Jahren alles genauso gemacht, wenn du jetzt dieselbe Erfahrung hättest? Nein. Was waren so die größten aller größten Learnings? Die Intuition nicht zu ignorieren. Oh, Intuition ist in Deutschland ein Riesenbegriff, der gerne unterschätzt wird. Ja, ich möchte ein Beispiel dafür geben. Guck mal, ich sage jetzt Tolga, boah Tolga, das ist super schön heute bei dir, ich freue mich richtig. Oder, ey Tolga, das war heute der absolute Hammer, ich freue mich. Ne? Mhm. Das ist Energie, ne? Das ist immer so schwer in Worte zu fassen. Es geht nie darum, was man sagt, sondern was man im Endeffekt fühlt und rüberbringt. Und ich war oft zu leichtgläubig in meiner Karriere. Sind im Business-Kontext einige Narzissten unterwegs, die Business-Aufbau als Ego-Plattform nutzen, die Menschen ausnutzen. Und das ist mir nicht nur einmal passiert. Und ich war immer wieder sauer auf mich, weil eigentlich meine Intuition schon gesagt hat,
Lea, nein, 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 aber die Ratio, Zahlen und die Verträge, alles stimmte, ja, aber irgendwas, kennst du das, wenn irgendein Gefühl nicht passt? Und da habe ich nicht drauf gehört und ich bin immer auf die Nase gefallen. Das hätte ich anders gemacht. Intuition nicht ignorieren. Also, dass man zwar gerne mit Kopf arbeitet, aber nicht verkopft. Genau. Und dass man vor allem auch guckt, dass das Bauchgefühl mitkommt. Nenn das Bauchgefühl, das ist greifbarer. Und sich auch im Hintergrund die Resultate anzuschauen der Person. Match das, was sie sagt, zu ihren Taten und Resultaten, was sie in der Vergangenheit gemacht hat. Nicht leichtgläubig in Sachen reingehen. Ich meine, wir haben uns zum Beispiel auch über Elopage informiert, vor ein paar Jahren, bevor wir angefangen haben. Wir haben geguckt, was habt ihr gemacht, wer bist du? Und dann haben wir gesagt, geil, dann haben wir dich kennengelernt, dein Team kennengelernt, fühlt sich gut an. Entscheidung getroffen. Ja, das ist das Beispiel. Aber das ist jetzt keine Elopage-Werbung, danke für das Testimonial. Ja, das werden wir dann später rausschneiden und woanders einsetzen. Lea, eine meiner letzten Fragen, ich habe so viele Fragen, aber wir haben nur noch 3-4 Minuten. Du hast mit deinem Lebenspartner, kann ich sagen, dieses Unternehmen aufgebaut? Ja. Daniel, liebe Grüße hier an dieser Stelle. Ich war auch viel mit Daniel in Kontakt. Ja. Was sind so eure Prinzipien, Frameworks, dass ihr aufpasst, dass zwischen Privat und Business das Ganze trotzdem läuft? Weil es ist ja Aufbauphase, Leute einstellen. Ihr werdet nicht immer dieselbe Meinung haben. Du bist auch irgendwo das Gesicht. Wie habt ihr das Ganze so harmonisiert, sage ich jetzt mal? Das ist eine coole Frage. Es gibt ja die Meinung da draußen, wenn man zusammen Business aufbaut, dann muss man sich Space schaffen, dass man dann auch nur über Privates redet, dann darf man nicht über Business reden. Und wir haben uns natürlich auch erstmal eingegroovt über die Jahre, aber wir haben da gar keine Dogmen für uns. Wir lieben es manchmal, abends im Bett, wenn wir nebeneinander liegen, liegen wir so nebeneinander unter der Decke und dann hat der eine eine Business, nicht eine Business-Idee, sondern eine Projektidee, wir könnten dies und das und dann lieben wir das, bis nachts zu reden darüber. Und wir setzen uns da keine Grenzen oder Sperren. Dann gibt es auch mal im Urlaub Phasen, wo wir da einfach nur liegen und dummes Zeug erzählen, natürlich. Aber wir gehen da mit dem Flow und das funktioniert wunderbar. Wir sind übrigens auch komplett verschieden. Wenn wir mal anecken, dann nur wegen Business-Themen. Aber dann ist es gut, dass wir uns dann streiten, weil das Resultat ist dann meist der geile Konsens, der funktioniert. Daniel ist da oft ein bisschen, wie soll ich sagen, offener und lockerer. Ich bin dann oft, nein, meine Meinung ist die richtige. Und ich muss dann immer kurz einmal in die Metaebene, nee, Moment, das war ja die letzten Male auch schon so, der Konsens ist gut. Okay. Da kann ich noch viel von Daniel lernen. Okay, ja, enorm schwierig. Ich glaube, ich könnte das nicht mit meiner Freundin zusammen im Unternehmen arbeiten, weil, also ich kann das, glaube ich, nicht so gut trennen. Du hast gesagt, Flow. Wir trennen es gar nicht. Ihr trennt es gar nicht. Überhaupt nicht. Und siehst du als Unternehmerin für dich dann irgendwann ein Risiko, das Gott bewahre? Ja, ist gut. Aber dass es mal mit Daniel vielleicht nicht klappt. Oder was ist, wenn das Business mit Daniel nicht klappt, das Private gut ist oder vice versa? Weißt du, wir haben so viele Phasen durchgemacht im Business und natürlich auch als Paar. Und das bondet so extrem. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind mittlerweile verlobt. Wir sind, wir müssen auch langsam heiraten irgendwie. Müssen wir einen Termin finden. Wir sind jetzt seit 6 Jahren im August zusammen. Okay. Genau, seit 6 Jahren. Und für uns, und wir haben oft diese Gespräche geführt, für uns ist das ein Commitment. Wir bleiben zusammen, egal wie schwer es wird. Wir lieben uns auf einer tiefen Ebene. Und deswegen gibt es für uns auch gar nicht diese Beziehungsdramen, wie viele es haben, Eifersucht oder irgendwas. Ja, es existiert nicht bei uns nicht. Ihr kommt nicht aus Berlin, oder? Weil in Berlin ist man da lockerer und zack, die Beziehung wird beendet und man geht was anderes wieder. Da will ich noch kurz was zu sagen. Und ich glaube auch, dass wir, passt auch zum Business-Kontext, in so einer schnelllebigen Welt leben. Du kannst dir auf Tinder irgendwelche Partner bestellen, auf Lieferando kommt das Essen sofort. Und wenn es einmal schwierig wird, egal ob mit dem Business, zack, weg. Oder auch mit dem Partner, weg. Weißt du, in der Verliebtheitsphase ist es leicht, eine Beziehung zu führen. Es ist leicht, ein Business aufzubauen. So, boah, ich werde die Welt revolutionieren mit meiner Business-Idee. Dann kommt die erste Klatsche, der erste Stress. Und auf einmal, oh mein Gott, wir müssen uns trennen. Ich lasse das mit der Business-Idee. Ja. Das ist nicht schwierig, in der Verliebtheitsphase eine geile Zeit zu haben, nach vorne zu gehen. Aber wann entsteht denn echte Liebe zum Business und zur Beziehung? Wenn man die ersten Struggles gemeinsam nicht kreiert, sondern schafft und überwindet. Und das ist echte Liebe zum Business und zum Partner. Und das ist ein echtes Commitment. Es ist auch verdammt wichtig, das zu wissen, denn vor allem in unserer Audience, ich kenne sehr, sehr viele Pärchen, die dann das Business gemeinsam starten, weil du hast eben kein Geld, um Leute einzustellen am Anfang und du willst nicht direkt investieren,
sondern man holt sich halt die Hilfe von rechts und links und kann auch oftmals der Partner sein. Ja, klar. Würdest du sagen, dass du, was das angeht, beziehungstechnisch sehr konservativ und altmodisch bist? Kommt das vielleicht so? Oh, ich bin sehr altmodisch erzogen, auch wenn ich ja sehr offen wirke und alles. Ich bin schon wirklich sehr prüde auch in vielen Dingen. Da muss ich mal ein bisschen lockerer werden. Berlin bin ich hier, glaube ich, gut aufgehoben, oder? Abenteuerstadt hier. Ich glaube, Berlin ist immer gut für einen Besuch, aber so lange hier leben, das kann schon ein bisschen abfärben. Lea, mega. Das war es auch schon. Ich hoffe, ich habe nicht zu harte Fragen gestellt, aber... Ich mag deine Straightness. Was von den Insights hast du woanders noch nie rausgegeben? Ich fand deine Frage vor allem richtig geil mit dem Beziehungsthema. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel noch nie erzählt, dass ich mit Daniel unter der Decke dann keine, wie soll man sagen, jetzt muss ich kurz wegen der Wortwahl gucken, ich als prüdes Mädchen, was ich jetzt sage, dass wir Bettgeflüster über Business-Sachen gerne führen und so, weißt du, sowas habe ich zum Beispiel noch nicht erzählt. Ja. Aber die besten Ideen entstehen eigentlich da, im Bett, wo man sie nicht geplant hat, im Bett, unter der Dusche, im Urlaub, noch nicht. Unterwegs. Ja, ja, wenn der Kopf frei ist einfach, ne? Wenn Toll. Man im Flow ist. Ja. Hast du noch einen finalen Hack? Also irgendwie so ein, kennst du diese Mini-Hacks, die einen riesen Hebel haben? Einer kommt mir gerade direkt in den Kopf geschossen. Boah, ich habe mich lange viel zu ernst genommen und das lag nicht nur an meinem Nachnamen, das ist jetzt ein schlechter Witz, aber sich selber nicht so ernst nehmen. Auch mal lachen. Mittlerweile, ich bin immer erst richtig sauer, wenn blöde Sachen passieren, auch im Business, reg ich mich kurz auf, aber dann habe ich gelernt, darüber zu lachen Okay. Und Spaß zu haben. Und das ist im Endeffekt so das, was ich mitgeben würde, sich nicht Gut. So wichtig zu nehmen. Hammer. Ja. Also ich denke, das war eine sehr ernste Konversation in einer nicht unbedingt sehr ernsten Umgebung. Auch mit Tennisball auf dem Tisch. Deswegen nimm auch du dich nicht zu ernst. Abonnier einfach diesen Kanal, starte dein Business und hab einfach viel Spaß. Und dann hat man eben, der Wecker klingelt, hat man eben genau solche Konversationen. Lea, mega geil. Hat Spaß gemacht. Ich mein's ernst. Schneid das bitte raus. Seit dem Kindergarten nicht mehr los. Ich muss schnell heiraten, ich hab's gesagt. Der Nachname. Sie wird bald heiraten. Ich werde bald heiraten. Ja, perfekt. Peace out, Leute. Dankeschön.